Herzlich willkommen zu zum zweiten Teil. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres kurzfristigen Venedig-Trips. Wir sind jetzt noch weiterhin hier in Venedig, drehen noch einige Videos, auch für Instagram sind noch einige mit am Start und einige geplant. Und ihr seid wie immer mit dabei. Ab geht's in die Berge. Wieso geht dieser blöde Gang hier nicht rein? Jetzt geht's. Ab geht's in die Berge, Freunde. Wir sind hier mit unserem Fiat Giulietta Alfa unterwegs. Romeo. Hier der Packsitzsack ist mit on board. Wir haben jetzt noch 4 Stunden vor uns. Direkt hoch in die Alpen. Also eine richtige Abenteuertour. Wir sind gut drauf. Wir wollen unbedingt, dass der Michael heute noch seinen Sitzsack bekommt. Wir geben alles und hoffen, dass wir irgendwie durchkommen. Schneeketten sind mit an Bord. Und jetzt kann es eigentlich nur gut werden. Auf geht's in die Alpen. Ja, ist an. Wir sind angekommen hier in Südtirol. Ist das Südtirol? Ja. Wir hier in Südtirol. Schaut mal, wie schön das ist. Hier sind die Berge, hier ist Schnee, hier ist richtiger Schnee und es ist halt richtig, richtig kalt. Aber wir haben es gefunden, 4,5 Stunden Fahrt hat es gedauert von Venedig aus. Und jetzt sind wir hier und was ist mit dabei? Der Sitzsack. Gemeinsam mit der Firma Pax hatte ich ja im Dezember eine Verlosung auf YouTube. Jeden Tag kam ein neues Video online. Aus dem Rettungswagen haben wir euch berichtet und da gab es ein Gewinnspiel. Und der Gewinner steht fest und das ist der Michael und der Michael wohnt genau hier. Man würde sagen, weit weg von allen anderen. Du hast absolutes Schneechaos. Wir haben uns vorgenommen, hinzureisen, ihn zu besuchen und den Sitzsack einmal abzugeben. Der tolle Packsitzsack ist jetzt noch einmal hier hinten in dem schönen Alfa Romeo Giulietta drinnen. Ich hole ihn jetzt raus. Er ist noch verpackt. So geht das, glaube ich, hier auf. Hier ist er drin. Wir haben ihn ja im Flugzeug hertransportiert, in Frankfurt ins Flugzeug eingeladen, dann bei uns im Hotel deponiert, hierher gefahren und jetzt wechselt der Packsitzsack seinen Besitzer, nämlich er geht an den Gewinner Michael. So. Wir werden jetzt noch einmal auspacken und gucken, ob er den Flug und die Fahrt hierher gut überlebt hat. Müssen das Auto noch zu machen. Ja, alles gut. Ganz aufreißen. Oh, hier so, warte. Thomas und die Finger. Oh, das ist aber auch schrecklich, ey. Oh, meine Finger. Alles okay, aber oh. Das ist aber auch scheiße kalt, ne? Wie komm ich hin? Werde ich dann aber ganz kurz auf. Nein, es ist kalt. Ja, es ist halt Winter, gell? Also jetzt genau, so, wir wollen jetzt gerade den Sitzsack gerade einmal aufpacken. Schnur ist schon ab und jetzt haben wir hier eine Schere bekommen. Ich will da jetzt nur nicht reinschneiden. Das ist ja, wäre ja äußerst schade. Und gucken wir mal, ob der Sitzsack den Transport gut überlebt hat. Sieht man das so gut, oder? Okay, ja. Wir müssen noch so ein Foto machen. Ja. So, Sitzsack hat das Ganze überlebt, den Transport, sowohl den Flug als auch die Autofahrt hierher. Hier ist er und wir hoffen, dass der Michael viel Spaß damit hat. Ich mach das hier einfach so klein hier hin. So, geht doch wunderbar. Thomas, du auch noch? Der Sitzsack ist übergeben. Wir hatten 9 glücklichen Besitzer. Und Freunde, es lohnt sich immer bei meinen Gewinnspielen teilzunehmen. Das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. Also immer dabei sein und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Wir haben jetzt eben den Sitzsack noch signiert. Das war der Wunsch des neuen Besitzers. Und jetzt geht's zurück nach Venedig. 4,5 Stunden Autofahrt liegen vor uns. Aber was tun wir nicht alles für unsere Follower? Jetzt sehe ich halt nichts. Das nächste Mal geht's auch nach Afrika. Okay. Guten Morgen, Freunde, hier aus Venedig. Heute Tag 2.
Thomas hat sich ein bisschen erkältet. Nee, ich glaube, ich muss niesen, aber irgendwie doch nicht. Nee. Okay. Wir gehen jetzt in die Stadt und drehen einige Videos für euch. Nachher geht unser Flug zurück nach Deutschland, nach Frankfurt. Und in Venedig ist schon ein bisschen was los. Hier gibt es so ein paar Probleme mit den Hunden. Na gut, das hat man halt nun mal hier so in Venedig. Und ansonsten ist es hier wunderschön. Wenn ihr euch das hier so anguckt, hier hinten so die ganzen Straßen. Und es ist wirklich einfach toll. Naja, wir gehen jetzt einmal in die Stadt, werden da jetzt so ein paar coole Sachen noch machen, ein paar coole Videos drehen, vor allen Dingen für Instagram. Jetzt wurde ich fast vom Hund angefallen. Ich sagte, er ist nicht gut erzogen, Freunde. Guckt euch mal diesen Hund an. Er ist nicht ein Pudel. Der Pudel ist irgendwie nicht sonderlich gut erzogen. Naja, die gucken hier schon alle so ein bisschen, denken bestimmt, wir sind Chinesen, aber... Ja, genau, du vor allen Dingen. Aber das kriegen wir soweit schon hin. Also ja, guten Morgen hier aus Venedig. Und jetzt geht's einmal in die Stadt. Uah, scheiße. Viel zu hell. Viel zu hell. Aber hallo. So, Freunde, wie gesagt, wir gehen jetzt hier einmal in die Stadt. Denkt bestimmt, wir sind hier so Chinesen, wenn wir mit den ganzen Kameras hier rumlaufen. Und drehen einige coole Instagram-Videos für euch. Hier gibt es super tolle Kulissen. Und wenn ihr meinem Instagram-Account noch nicht folgt, einmal hier unten eingeblendet, P. Stehling auf Instagram. Wie gesagt, wir haben tolles Wetter. Und jetzt geht's einmal in die Stadt. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Schiff. Hier hinten fahren die ganzen Boote. Wir fahren jetzt zur nächsten Anlegestelle. Dann werden wir wieder aussteigen. So sehen hier diese Wasserbusse aus. So, hier sieht man es ganz gut. Ja. Wir sind jetzt hier am Markusplatz angekommen. Hier hinten ist der. Richtig, richtig schön hier. Hier hinten haben wir die ganzen Boote, die ihr da seht. Hier seht ihr den Markusplatz von Venedig. Habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Sieht richtig, richtig gut aus. Was wollt ihr denn überhaupt sagen? Achso, ja, okay. Okay, ja. Wir sind wieder hier in Venedig unterwegs und drehen einige Videos, nämlich für was? Für Instagram. Wir haben tolle Themen uns rausgesucht und wollen diese Themen hier an verschiedenen Plätzen in Venedig jetzt gleich drehen. Kameras sind mit am Start. Ihr habt sicherlich vielleicht schon das ein oder andere Video bei Instagram gesehen. Wenn nicht, schaut auf alle Fälle mal vorbei. P. Stehling hier einmal eingeblendet. Dort findet ihr die größte Lebensretter-Community auf Instagram. Ich zeige euch in ganz kurzen Videos, wie ihr aktiv Leben retten könnt und wie ihr zum Lebensretter werdet. Also schaut auf alle Fälle mal bei Instagram vorbei. Wir haben eine tolle Mütze für Garg entdeckt und genau die ist jetzt für Garg. Ich würde sagen, die nehmen wir mit. Ja. Mütze ist gekauft, auf geht's, bye bye. Oh. Also eine Maske hier halt auch ganz cool ist eigentlich. Ich will hier nichts abräumen. So, jetzt geht's ab aufs Boot. So, wir sind jetzt hier in der Haltestelle für unseren Wasserbus, für unser Wassertaxi. Ist total krass hier in Venedig. Guck mal, hier ist jetzt direkt das Wasser, wenn ihr euch das anguckt. Und diese ganze Plattform schwimmt schon im Wasser. Also, jetzt legt hier zwar das Boot gleich an, aber wir schwimmen aktuell schon mit der Plattform. Das ist einfach wie eine normale Haltestelle, wenn ihr das so kennt. Einfach hier so eine Bundesstraße. Ihr stellt euch einfach ins Häuschen rein, wartet auf den nächsten Bus. Genau, das machen wir auch, nur mit dem kleinen Unterschied, dass der Bus eben im Wasser fährt und dass der Bus ein Schiff ist. Total cool. Also, uns gefällt es hier wirklich super. Ist ein bisschen was Außergewöhnliches. Auf dem Wasser Teern funktioniert nun mal nicht, deswegen gibt es überall Flüsse. Die Boote fahren dort als Busse, Taxi und als normale Autos. Ich habe schon gesagt, überleg dir mal, du hast da jetzt so ein Haus, gehst raus, willst dein Auto steigen, gibt natürlich kein Auto, sondern gibt nur ein Wassertaxi oder ein eigenes Boot. Und jetzt würde ich sagen, geht's in 2 Minuten gleich ins Boot rein. Was? Nee. So, wir sind jetzt vom Boot runter und um nach Venedig zu kommen, führt eine Straße. Warte ganz langsam, ich mach den Koffer, sonst kann ich kaputt. Okay, und die überqueren wir mit dem Bus. Die Busse stehen hier schon alle. Man sieht es hier wunderbar.
und wir müssen erst noch zu unserem Mietwagen kommen. Weil also praktisch jetzt hier vom Bootanleger mit dem Bus, dann einen kleinen Moment Fußstrecke, so 3-4 Minuten zum Mietwagen, mit dem Mietwagen dann zum Flughafen, Mietwagen abgeben, im Flughafen dann Video schneiden und zurück nach Deutschland fliegen. Das ist der Plan. Ich hoffe, er klappt auch so. Da, hier, wo es frei ist, unser Auto stand eigentlich. Ja, wo stehen wir jetzt? Ach da, haben wir da einen eingeparkt? Du hast da eingeparkt. Ja, klar. Stimmt. Schlüssel hast du, gell? Ja, es kommt aus Loka-Auto. Wir haben hier bei diesem Auto, so als kleiner Funfact am Rande, haben wir gedacht, wir wollen damit in die Berge fahren. Da haben wir uns hier so einen super Sportwagen mit richtig viel PS gegeben. Fährt sich echt gut, oder Thomas? Ja, richtig. Performance Mode. Performance Mode. Also der fährt sich wirklich klasse. Also hier Alfa Romeo Giulietto. Giulietta. Fiat Giulietta. Einmal auswagen. Alfa Romeo fährt sich hervorragend. Ein kleines Problem gibt es. Das Auto hat einen Frontantrieb. Und naja, wenn man hier drauf guckt, das wollten sie uns gerne als Winterreifen verkaufen. Wenn man mal genauer guckt, sind das halt Sommerreifen. Nachdem wir da ein bisschen uns mit unserem, naja, halbwegs nicht ganz so gut Italienisch versucht haben zu verständigen, gab es dann noch Schneeketten mit dazu, die wir drüber ziehen konnten, wenn es mal ein bisschen kritischer werden sollte. Haben wir eigentlich nicht gebraucht, aber in Deutschland ist es ja so, da muss immer geguckt werden, dass Winterreifen drauf sind, gerade auf Mietwagen. Das habe ich noch nie erlebt, dass da keine Winterreifen drauf waren. Hier in Italien ist es anscheinend etwas entspannter und die sehen das etwas gelassener. Kriegt man einfach ein paar Schneeketten mit dazu und schon funktioniert die ganze Sache. So. Gucken wir mal hier ein bisschen früh. So, Freunde, es wird Zeit. So, Freunde? Achso. Ich muss hier nur ganz kurz. Als Resümee für diese Reise, ich würde sagen, es war insgesamt richtig, richtig cool. Venedig sah aus wie im Bilderbuch, denn wir haben ja immer viele Fotos gesehen. Man sieht ja immer von ganz vielen Urlaubsorten Fotos und Prospekten. Und wenn man da hinkommt, naja, dann floppt das irgendwie so ein bisschen. In Venedig ist es überhaupt nicht so. Jede Ecke sieht schön aus, jede Ecke hat irgendwie so ihren eigenen Charme dazu. Wir haben ganz viele tolle Videos gedreht, haben tolle Ecken für euch ausspioniert und haben dort toll die ganze Stadt in Szene gesetzt. Wir hatten ein Hotel, ich würde sagen, Thomas, ist so ein bisschen wie ein Schloss gewesen. Nicht ausschalten, nur leiser machen. Hier, guck mal, da ist einfach ein Mute-Button und du drehst es einfach leiser. Hotel, Thomas, was sagst du? Ja, Hotel war interessant. Mhm. Vor allem die Aktion, wo du alles auseinandergenommen hast. Ja. Ja, man muss sich vorstellen, man ist kurz auf der Toilette, kommt raus und der Philipp steht da, total überfordert, irgendwie die Tischplatte in der Hand, die Füße sind aus einem Auseinanderbrechen und sagt nur, er braucht Hilfe. Und dementsprechend witzig war das auch. Ja, wir haben ja am ersten Abend haben wir gesagt, wir machen einen Livestream für euch. Und da mussten wir ein bisschen was umbauen. Wir hatten natürlich nicht, also wir hatten unsere Technik dabei, aber eben nicht die ganzen Ständer und die ganzen Halterungen. Und da mussten wir ein bisschen was umbauen. Da wollte ich einfach einen Tisch zur Seite drehen und dann hatte ich plötzlich die Tischplatte in der Hand. Es war halt alles Deko eigentlich. Und Thomas hatte dann ein bisschen Angst, sich abends ins Bett zu legen, weil er sagte, gleich liegen wir, krach nachts. Wir liegen eine Etage tiefer. Naja, also wie gesagt, wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg zum Flughafen, jetzt hier mit unserem tollen Mietwagen. Jetzt müssen wir noch ganz kurz irgendwie tanken, weil so eine Vollregnung, also voll bekommen, voll zurückgegeben. Dann geht's schon ab in Flieger. Hast du noch einen Schlüssel? Was? Ja. Sehr gut. Neuberechnung der Route. Na, der nächste Kreisel kommt. Auf geht's. So. Wir sind jetzt schon zum zweiten Mal falsch gefahren, aber... Du bist zum zweiten Mal falsch gefahren. Ja, Richtung, einfach Richtung Aeroport. Yes. Jetzt. Schon wieder falsch gefahren. Das gibt's doch nicht. Ich kann hier einfach mal schnell tun. Ja, das geht nicht. Jetzt links fahren. Links fahren. Jetzt fahren wir erstmal Richtung Aeroporto. So eine Scheiße. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, richtig. Beim Falschfahren. Ich wollte euch ein bisschen was zur italienischen Fahrweise erzählen. Also Italiener haben gefühlt überall irgendwie Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ihr fahrt lang, dann seht ihr ein 100er Schild. 130, 70, 40, 50, 65, 75, 71, 72. Das Lustige daran ist allerdings, daran hält sich so gut wie niemand. Was machen die Italiener? Hup, 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 sitzen gefühlt bei uns im Kofferraum und schießen mit 90 bis 100 km/h an uns vorbei. Und permanent ist ein Gedränge. Ich habe immer so das Gefühl, wir haben noch Mitfahrer im Kofferraum dabei.
Naja gut, jetzt sind wir gleich am Flughafen, noch 27 Minuten, sagt das Navi, wenn wir uns nicht wieder ein bisschen verfahren. Das ist auch sowas. Unheimlich viele Schilder, unheimlich viel Blinks. Man fühlt sich so ein bisschen, als würde man so einen Weihnachtsbaum reinfahren, wenn man hier so die Autobahn lang fährt. Aber wie gesagt, die Italiener fahren sehr spezielles Auto. Aber ich denke, wenn wir woanders noch hingucken, das wird noch ein bisschen spezieller. Auf alle Fälle fahren sie etwas schlechter Auto als die Deutschen. Naja.